Es herrscht die Ruhe vor dem Sturm am Sportpark Hinschenfelde, denn das Lotto-Pokal-Halbfinale steht an und kein geringerer als der Titelverteidiger ist zu Gast. FC Teutonia 05 ist der klare Favorit im heutigen Spiel, aber die Hausherren wollen natürlich ein Bein stellen, allen voran ein Prescott Klaus für ein Drittel aller Concordia-Tore in dieser Saison verantwortlich. Vielleicht ist er das Zünglein an der Waage gegen den Dritten der Regionalliga. Fabian Porsch, der Schiedsrichter, führt die Männer auf den Rasen. Die beiden Kapitäne Onur Saklam und Markus Koffi noch im fairen Austausch. Die Hausherren wie immer in Rot-Schwarz, die Gäste in den gelben Trikots. Und wir gehen gleich rein in eine wilde und gute Partie. Teutonia von links nach rechts mit dem ersten Angriff. Der Pass ist super, der auch. Und dann steht es 0:1. Mike Lukovic mit dem Treffer. Fünfte Spielminute. Die Abwehr der Hausherren wird völlig überrumpelt und die erste Duftmarke des Favoriten sitzt gleich. Exzellenter Pass hier. Dann schöne Hereingabe. Der Abschluss Makulatur und die Defensive des Oberligisten völlig überfordert. Und auch in der Folge rollen die Männer von Trainer Bergner einen Angriff nach dem anderen. Lukovic, der Distanzschuss zu unplatziert. Es ist exzellenter Kombinationsfußball, der sehr zielstrebig ist, den die Teutonia hier zeigt. Abschluss hier, aber dann ist mal Hofellner, der Keeper der Hausherren, da. Verhindert hier Schlimmeres. Gute Parade. Dann die anschließende Ecke. Wir kürzen die Szene nicht. Die Klärung mittelmäßig, weil genau in die Mitte, in die Füße von Krasnitschi. Der wieder auf rechts. Déjà-vu-Erlebnis, denn wieder ist der Ball im Tor. Das 0:2. Neunte Spielminute. Ife Adigo mit dem Treffer und die Teutonia nutzt hier gnadenlos die Lücken aus in der Abwehr der Concordia. Immer einen Schritt zu spät, die Gastgeber zu Beginn der Partie. Und nach 11 Minuten werden dann auch schon die Ersatzleute zum Warmmachen geschickt. Ein sehr, sehr seltenes Bild. Doch es scheint die Hausherren zumindest kurzzeitig aufzurütteln. Diese Ecke von Klaus wird noch geklärt, dann der gute Einwurf, weil er sehr lang ist. Kerze und dann zack, der Anschlusstreffer. Amoa Enoch Hartwig in der 20. Spielminute kann sich das Grinsen zu Recht nicht verkneifen. Rollt da von hinten ran und macht das wichtige Tor. Der Oberligist damit wieder im Spiel. Natürlich sieht die Abwehr der Gäste hier nicht gut aus, weil das körperlich einfach viel zu wenig ist. Keeper Liesegang dann aus der kurzen Distanz relativ chancenlos. Dann gibt es die frühen Wechsel bei der Concordia, unter anderem Lawrence Schön kommt rein und der hat hier auch gleich seine erste Szene. Mit Volldampf rein in den gegnerischen 16er, aber die Gäste defensiv sehr präsent. Und jetzt einmal ganz genau aufpassen. Das ist eine Ecke für die Hausherren. Und jetzt sehen wir wirklich Konterspiel par excellence. Ganz schnell über die Mittellinie. Dann dieser eine Pass hier auf Istefo. Und der Rest ist ein Kinderspiel. 3:1 für den letztjährigen DFB-Pokalteilnehmer. Erolin Krasnitschi muss nur noch reinlegen, der Namensvetter des berühmten Boxers in der 36. Spielminute mit dem 3:1. Dieser Pass hier reißt alles auf, die Restverteidigung nicht vorhanden bei der Concordia. Und dann wird das natürlich schwierig gegen diese brachiale Qualität der Männer aus dem Bezirk Altona. Krasnitschi mit der Hacke, wieder Istefo und wieder Tor. Wolas trifft am Ende, aber es sind Istefo und Krasnitschi, die hier die Hausherren schwindelig spielen. Das 4:1 in der 37. Spielminute. Auch in der Höhe ist dieser Vorsprung verdient. Krasnitschi hier überragend. Istefo viel zu frei.
Ofellner im Tor, völlig chancenlos. Es ist eine Machtdemonstration des Regionalligisten. Wir gehen dann tatsächlich schon in die Pause. Man kann sich einige Fragen stellen aus Sicht der Hausherren. Auch die Fans werden diskutieren, warum liegt man hier mit 1:4 hinten. Die Antwort ist ganz klar, die Gäste einfach eine ganze Klasse besser. Und das zeigt sich dann auch direkt im zweiten Durchgang. Tempo-Fußball, die Freiräume werden genutzt an dieser Aktion. Schiedsrichter Porsche steht eigentlich goldrichtig. Aus meiner Sicht wäre hier ein Strafstoß fällig gewesen. Der Trainer der Gäste, David Bergner, kriegt dann tatsächlich wegen Beschweren auch noch den gelben Karton. Aber der Regionalligist kann es verschmerzen, auch wegen solcher Szenen hier wieder Krasnitschi. Und der besorgt das 5:1 und damit die Entscheidung, 54. Spielminute. Die Concordia sieht einfach kein Land. Hier im Tempo ein krasser Unterschied und dann Krasnitschi bleibt auch eiskalt. Klare und hochverdiente Führung. Dann gehen die beiden Besten vom Platz, Istefo und Krasnitschi. Nach getaner Arbeit, der Finaleinzug ist der Teutonia nicht mehr zu nehmen. Trotzdem geht das Spiel natürlich noch weiter. Viel zu viel Platz da und dann ist der Kapitän auch noch mal dran. Markus Coffey mit dem 6. Tor. Auch in der Höhe ist diese Führung verdient. 56. Spielminute. Viel zu viel Platz da auf der rechten Seite. Und Coffey dann steht einfach richtig. Eigentlich sind die Männer von Concordia ja da im eigenen Fünfer. Aber einfach dann auch den Schritt zu weit weg. Und weil das noch nicht genug war, steht es dann auch noch 7:1. Auch Wohlers schnürt am Ende den Doppelpack, 61. Spielminute. Zwei Kontakte reichen aus der eigenen Hälfte heraus, fällt dieses Tor. Eine lange Idee, ein Abschluss. Hofellner kriegt den Hut aufgesetzt. Und damit das 7. Tor, was man den Hausherren zugutehalten muss. Sie geben sich hier nicht auf. Ab hier nochmal mit dem Versuch hier. Dann auch noch dieser Distanzschuss. Aber alles in allem fehlt einfach die Qualität. Und dann ist tatsächlich Feierabend. FC Teutonia 05 zieht hochverdient ein in das Finale des Lotto-Pokals. Die Titelverteidigung ist also noch drin. Wir hören die Stimme zum Spiel. Ja, wichtig war als erstes den Platz anzunehmen. Das ist schwieriger Boden. Und wichtig ist, dass wir den Zugriff haben, in den ersten Aktionen da sind. Und ich denke, das ist uns gut gelungen. Frühes Tor gemacht, gleich nachgelegt. Und ja, dann haben wir das Ding in der ersten Halbzeit eigentlich so weit wie möglich zugemacht. Und das war dann am Ende wichtig, ne? Ja, ich meine, das Endspiel ist ja erst am 3. Juni, glaube ich. Und bis dahin haben wir noch einige Ligaspiele. Deshalb schauen wir von Woche zu Woche, fokussieren uns auf das nächste Highlight in Lübeck. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel und da gehen die Gedanken erstmal hin, ne? Und danach, wenn das Finale kommt, kommt's.